Hallo und herzlich willkommen hier aus dem Showroom in Arnsberg. Heute wollen wir uns mal über das Thema unterhalten, wie die Digitalisierung immer mehr Einzug erhält in den Beleuchtungsmarkt. Und zu diesem Anlass habe ich mir unseren Experten, den Leiter der IoT Systems and Solutions, den Manfred Fraus, geladen. Mensch Manfred, schön, dass du da bist. Hallo Christian. Manfred, über was reden wir heute eigentlich? Ja, der Lichtmarkt ist im Moment in einem starken Wandel. Die ganze Branche ist davon betroffen. Und nach dem Thema der LED-Transformation haben wir es jetzt zunehmend mit digitalen Themen zu tun. Wir haben mit dem Thema der Konnektivität und mit Big Data immer mehr zu tun, woraus sich dann viele neue Möglichkeiten ergeben in der Applikation. Was heißt das genau, insbesondere, jetzt müssen wir einen Schritt zurückgehen, für Trilux? Trilux kennt man seit über 100 Jahren für qualitativ hochwertige Beleuchtung. Lichtmanagement kam dann auch auf dem Weg mal irgendwann schon dazu. Jetzt wird das Thema noch interessanter, IoT, die Begriffe hast du eben genannt. Wie passt das zusammen? Warum ist das für Trilux jetzt auch gerade so wichtig? Ja, die Problemstellung kommt eigentlich daher, dass wir heute, wenn wir mit unseren Kunden sprechen, nicht mehr nur rein auf die Beleuchtungen angesprochen werden. Heute gibt es sehr viele Anforderungen in den verschiedenen Applikationen, ob das jetzt im Bereich Office ist, Education, Schule, Shop, Retail oder auch eine Industrie, dass man sagt, wie können wir denn die verschiedenen Gewerke eigentlich zusammenbringen? Und dazu können wir als Trilux einen sehr hohen Beitrag leisten, weil unsere Leuchten in allen Räumen sind und damit eine sehr besondere exponierte Position haben. Und wir haben die Möglichkeit, jetzt hier auch Sensorik zu integrieren und damit daraus Interaktionen abzuleiten, aber auch Daten zu liefern, wenn es der Kunde möchte. Welche Vorteile konkret bietet das in den Projekten und auch für den Kunden? Also was gibt es für zusätzliche Effekte, die Beleuchtung und diese Kombination klassische Beleuchtung und digitale Möglichkeiten mit sich bringt? Ja, das liegt einmal daran, dass wir ein komplettes Angebotsspektrum haben. Ist ja nicht nur die Technologie selbst, sondern wir unterstützen ja schon im Rahmen der Projektanbahnung, bei der Planung, bei der Installation, bei der Inbetriebnahme. Wir nehmen den Kunden dadurch sehr viele Arbeiten ab, insbesondere die ganzen vielen Gespräche mit den verschiedenen Gewerkelieferanten, weil wir in der Lage sind, übergeordnet Gewerke zusammenzuführen und die als eine komplette Lösung unseren Kunden zu bieten. Digitalisierung und klassische Beleuchtung und dann die ganzen Vorteile, wie funktioniert das dann ganz genau, konkret? Ja, das heißt, wir haben heute in den Leuchten neben den klassischen Themen Energieeinsparung, dass wir dimmen können, dass wir HCL steuern, haben wir jetzt dann noch zusätzliche digitale Elemente implementiert. Das heißt, da kommt jetzt Sensorik zum Tragen. Das kann eine Temperatur sein, das kann eine Luftfeuchte sein, das können flüchtige organische Stoffe sein, die wir jetzt hier messen. CO2 zum Beispiel ist auch ein sehr interessantes Thema, was ja eine direkte Korrelation auch zum Licht hat. Das Licht bringt erstmal ein Wohlbefinden durch eben das Licht selbst. Und CO2 ist ein Thema, was wir erkennen. Geschlossener Raum, wenn wir uns lange unterhalten, wird die Luft dick oder schlecht. Das heißt zum Beispiel Belüftung aktivieren. Das können wir heute aus der Beleuchtung raus steuern. Jetzt gibt es auch ganz konkrete Lösungen. Ich sag mal, Lichtmanagement und die Möglichkeiten scheinen ja immer weiter zu werden, so wie du das gerade berichtest. Und manchmal ist vielleicht Lichtmanagement auch ein Bewegungsmelder. Also kannst du da mal vielleicht ganz konkret werden? Was heißt das genau bei Trilux? Welche Lösungen gibt es da eigentlich? Ja, wir haben natürlich jetzt zugeschnittene Lösungen. Das heißt, wir haben eine ganze Bandbreite. Alles das, was wir bei Trilux Lichtmanagement nennen, läuft unter dem Synonym LiveLink. LiveLink fängt an mit LiveLink Basic, ein kleiner Sensor für eine Einraumlösung. Das ist eine unvernetzte, raumbezogene Lösung quasi zur Lichtsteuerung, wobei auch da schon die Möglichkeit ist, dann der Lichtmessung und Regelung, der Bewegungserfassung, aber auch schon eine App-Steuerung für den, der das dann noch möchte. Das wäre quasi die kleinste Einheit. Dann geht das weiter über LiveLink Wi-Fi oder LiveLink Wireless. Das heißt, dann habe ich eine Einraumlösung, wo ich schon diverse Automatisierungsmöglichkeiten dann halt eben habe. Ich kann funkvernetzte Leuchten mit einbinden, bis hin zu einer Premium-Lösung, wenn ich also sehr große Applikationen habe, also komplette Gebäude damit abbilden möchte oder auch Industriehallen oder Logistikzentren. Dann wären wir bei LiveLink Premium.
Jetzt sind das ja konkrete Sachen, die heute schon auf dem Tisch liegen. Ich weiß, euer Team entwickelt und immer noch weitere Dinge in die Zukunft. Guckt rechts und links. Ihr habt da vieles auch auf dem Tisch und Ideen. Vielleicht kannst du uns als Experte mal so einen kleinen Ausblick geben, so in die Zukunft. Insgesamt, wie sich die Digitalisierung und IoT, Internet of Things, ja noch mehr in die Beleuchtung ja implementieren. Wie siehst du das? Was kommt da in Zukunft noch alles auf die Kunden, auf uns zu? Ja, also worüber wir jetzt quasi sprechen, wir nennen das hausintern so Beyond Lighting. Ne? Wir gucken also da deutlich über den Tellerrand. Wir sind also bei weitem nicht mehr nur noch bei der Lichtlösung als solche. Was da noch kommt, ist, es werden zum Beispiel in Industriebereichen schon mal oft Gegenstände gesucht. Eine ganz triviale Sache scheinbar, die aber offensichtlich viel Geld kostet. Wir nennen das Asset Tracking. Wir können also bei Beacon-Technologie hier entsprechend auch hier applizieren, dass man also Waren oder Gegenstände auffinden kann. Als Beispiel, wir befassen uns mit dem Thema der Raumbelegung. Wie viele Menschen befinden sich in einem Raum, zum Beispiel der Raumbelegung, Raumoptimierung, Space Optimization, wie wir das so schön nennen. Arbeitsplatzbuchung ist noch ein Riesenthema. Wir haben ja dieses Thema New Work, dass man also von zu Hause aus mit dem Mobile Phone sich dann ganz cool einen Arbeitsplatz irgendwo im Großraumbüro dann einbucht für einen bestimmten Zeitraum. Also gibt es noch sehr, sehr viele weitere spannende Themen. Also es hört sich sehr, sehr spannend an. Vor allem hört sich das nach spannenden Zukunftsthemen an, absolut, die heute bei euch auflaufen. Deswegen ist natürlich jetzt interessant für alle, die da draußen Geschmack gefunden haben, Interesse gefunden haben und vielleicht viele Begriffe auch noch nicht gehört haben. Wie kann Trilux mich da unterstützen, vielleicht noch mehr Ideen geben, mehr Informationen oder auch dann konkret im Projekt mir weiterhelfen, meine Lösung nach vorne zu treiben und auch zu realisieren? Ja. Also der erste Kontakt führt wie immer über unsere Homepage, dass man sich hier mit uns in Verbindung setzt, aber auch mit meinem ganzen Team beziehungsweise unser BU Lighting Solutions and Services stehen wir da natürlich Gewehr bei Fuß. Das heißt, wir können hier unterstützen von der Projektanbahnung. Das heißt also schon bei der Planung unterstützen wir unsere Kunden sehr gerne dabei, der Planung des Lichts, der Elektroinstallationsplanung, dann aber auch der Realisierung. Dazu kann auch schon mal gehören Rückbau der Altanlage, Installation dann der Neuanlage, bis hin dann zu der Inbetriebnahme, bis dann sehr weit schauend auch dauerhaften Service, den wir anbieten können, dass wir zum Beispiel das Thema Predictive Maintenance für unsere Kunden komplett übernehmen. Das heißt, nicht er bekommt Informationen über den Zustand seiner Anlage, sondern wir, wenn er es möchte, und wir kümmern uns. Manfred, ich glaube, ganz viele haben jetzt ganz viel Interesse und ja, sind ganz gespannt, mit euch zusammenzuarbeiten und neue Dinge zu entwickeln. Wir freuen uns drauf. Vielen, vielen Dank für diese echt interessanten Insights und ja, alle relevanten Informationen haben wir für Sie natürlich wie immer verlinkt. Viel mehr tiefergehende Informationen finden Sie dort und deswegen freue ich mich, Sie auch wiederzusehen in einer der nächsten Videos. Von daher, bis bald.